Die Gemeinwohlökonomie möchte in keiner Weise hier etwas Neues vorstellen, was etwas anderes ist als das, was in der Biobranche eben aufgebaut wurde, 30 Jahre lang, sondern vielleicht das in einen etwas noch größeren Zusammenhang einordnen und dadurch erneut unterstützen, weil in den letzten 30 Jahren hier noch ein ganz wesentliches Unterstützungselement gefehlt hat, und das ist eben eine zum Biolandbau, zur biologischen Lebensmittelerzeugung dazu passende Wirtschaftsordnung. So war gestern auch die Aufteilung in der Pressekonferenz, im Pressegespräch. Es war eine Person von der Produzentinnenseite, es war eine Handelsvertreterin, es war eine Verbandsrepräsentantin und ich bin dann gestanden für eine Wirtschaftsordnung, die Initiativen nicht nur nachhaltigen und biologischen Wirtschaftens, sondern auch gleichermaßen solidarischen Wirtschaftens, aber auch Formen der Wirtschaftsdemokratie in einen Rechtsrahmen einbettet, der diese alternativen Wirtschaftsformen befördert und ganz wichtig besser stellt, rechtlich bevorzugt gegenüber dem konventionellen, dem konkurrenzorientierten, dem gewinnmaximierenden, dem nicht nachhaltigen und dem unsolidarischen Wirtschaften. Die Zeit ist, glaube ich, reif für eine neue Wirtschaftsordnung, das muss ich hier nicht ausbreiten, aber vielleicht ist es doch nicht allen bekannt. Die Bertelsmann Stiftung hat eine Umfrage getätigt: Wünschen Sie eine neue Wirtschaftsordnung in Deutschland in dieser Diktion? Und es haben 88% mit Ja geantwortet. In Österreich auf der Insel der Seligen waren es sogar 90% der Befragten. Die Stiftung hat die Umfrage wiederholt 2012, weil sie vielleicht nicht ganz sicher war, ob das ein seriöses Ergebnis war, und das Ergebnis war wieder das gleiche. Das heißt, in der Bevölkerung ist offenbar die Bereitschaft für eine andere Wirtschaftsordnung als die jetzige gegeben. Und um es ganz kurz zu machen, weil ich habe in 30 Minuten, sollte ich doch die wesentlichen Punkte hinüberbringen. Das, was sich abzeichnet, ist, dass sich die Menschen zwar weiterhin eher eine Form der Marktwirtschaft wünschen, aber nicht mehr eine kapitalistische Konkurrenzmarktwirtschaft, sondern eine ökologisch nachhaltige Marktwirtschaft, eine kooperative, solidarische Marktwirtschaft, eine demokratischere, eine demokratiestärkende Marktwirtschaft, eine wieder regionalere und in geringerem Ausmaß globale Marktwirtschaft und eine humanere Marktwirtschaft in der kurzen Bedeutung, dass die Menschenwürde nicht nur als moralischer Wert über dem Wirtschaften schweben soll, sondern dass das auch in den wirtschaftlichen Erfolgskennzahlen messbar wird, in den schon angesprochenen Punkten. Also das ist der Versuch der Gemeinwohlökonomie, eine Wirtschaftsform zu finden, die erstens unseren gemeinsam geteilten Werten entspricht. In der kürzestmöglichen zusammenfassenden Darstellung der Gemeinwohlökonomie wollen wir drei große Widersprüche auflösen. Der erste Widerspruch, den wir auflösen wollen, ist der Widerspruch zwischen dem, was wir bereits als Werte und Ziele in unseren Verfassungen stehen haben, und dem real praktizierten Wirtschaften. Die real praktizierte Wirtschaft ist sehr unterschiedlich, von 100% Bio bis lebensfeindlich, aber der dominierende Trend und der sich ausbreitende globalisierende Trend ist doch, dass es weg von den wesentlichen Verfassungswerten geht. In unseren Verfassungen stehen die genannten Werte Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Demokratie. Aber ich kenne die Wirtschaftsordnung nicht, die das Leben dieser Werte belohnen würde. Und das ist der erste Widerspruch. Wenn das unsere Verfassungswerte sind, die auch von der Bevölkerung in allen Umfragen breit geteilt werden, warum denken wir dann nicht über eine Wirtschaftsordnung nach, die das Leben dieser Werte, wenn Sie wollen, Verfassungstreue, belohnt und rechtlich besser stellt, als das Verletzen dieser Werte oder wenigstens das Nichtbeachten dieser Werte? Auch das Ziel des Wirtschaftens ist in den meisten Verfassungen demokratischer Staaten glasklar formuliert. Das ist auch Teil dieses ersten Widerspruchs, weil wenn ich in irgendeine Wirtschaftsschule gehe und frage, die zur Wirtschaft herangebildet werden, Führungskräfte oder Fachkräfte, ganz egal, die Antwort ist immer exakt gleich. Das Ziel des Wirtschaftens ist Geld, Gewinn, Gewinn, Geld, Gewinn, Geld, Geld, Gewinn. Das ist völlig einhellig und ich frage dann, wo steht das? Und naja, das wissen doch alle, das hört man immer so, aber es steht nirgendwo. Ich habe keine Verfassung der Welt gefunden, in der stehen würde, Finanzgewinn oder die Vermehrung des Kapitals ist das Ziel, ist der Zweck des Wirtschaftens. Gibt es nicht.
Im Gegenteil, wenn man in der bayerischen Verfassung, das ist eine von vielen, ein bisschen weiter blättert, dann liest man genau umgekehrt. Der Finanzgewinn ist ein Mittel der unternehmerischen Tätigkeit, aber nicht deren Zweck. Verfassungstext der bayerischen Verfassung. Und es gibt keine Verfassung der Welt, in der es anders stehen würde. Das ist dieser Widerspruch Nummer eins. Es lohnt sich, die Verfassung in dieser Welt ein bisschen durchzublättern, was so die höchsten Ziele des Staatswesens sind. Und egal, ob man dann in der Schweiz nachblickt, die gemeinsame Wohlfahrt ist es, in Liechtenstein ist es die gesamthafte Volkswohlfahrt, in Baden-Württemberg ist der Mensch dazu berufen, seine Gaben zu seinem und der anderen Wohl zu entfalten, da war offenbar ein Poet oder eine Poetin am Werk. Aber egal, welche Verfassung man anlegt, auch in der US-Verfassung werden Sie das General Welfare als Oberziel des US-amerikanischen demokratischen Gemeinwesens finden. Das heißt, wir hätten eigentlich eine ganz klare Zielsetzung, die aber sich in der Wirtschaftsordnung nicht wiederfindet. Und das hier ist auch nichts Neues in den Verfassungen, sondern das knüpft an eine tausende von Jahren alte Tradition, dass das Geld immer nur ein Mittel des Wirtschaftens sein sollte, aber nicht dessen Zweck. Und so gesehen ist die Gemeinwohlökonomie überhaupt nichts Neues, sondern sie knüpft nur an bestehende Traditionen, prominenteste Traditionen an und schlägt vor, eine Wirtschaftsordnung zu formulieren, auf demokratischem Wege von unten zu entwickeln, die besser zum Geist, zu den Werten und zu den Zielen unserer Verfassung passt, als die jetzt gegebene, real existierende Wirtschaftsordnung. Diese 15 ersten Pionierunternehmen aus Österreich haben mich unterstützt und darin bestärkt, den zweiten Kernwiderspruch aufzulösen und dafür einen stimmigen Vorschlag zu entwickeln, nämlich dem Widerspruch, dass auf den Märkten, auf den globalisierten und kapitalistischen Märkten ganz andere Werte nicht nur gelebt werden, sondern gelebt werden, weil sie zum Erfolg führen. Das ist das Entscheidende. Sie führen zum wirtschaftlichen, zum unternehmerischen, zum betriebswirtschaftlichen und ökonomischen Erfolg ganz andere Werte als die Werte, die zwischenmenschliche Beziehungen gelingen lassen. Ich frage in regelmäßiges Vortragspublikum, das mache ich heute nicht, weil die Zeit relativ knapp bemessen ist, welche Werte lassen Ihre Beziehungen gelingen? Und es werden überall, egal wo ich das frage, Werte wie Ehrlichkeit, Vertrauensbildung, Empathie, Toleranz, Wertschätzung, Respekt, Großzügigkeit, Kooperation aufgezählt. Aus Weltwertestudien wissen wir, dass das weltweit ähnlich bis identisch ist, dass diese Werte geteilt werden. Und aus der Wissenschaft wissen wir, dass das Gelingen von zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist, was Menschen am stärksten motiviert, also zur höchsten Leistung dauerhaft treibt, als auch das, was Menschen am glücklichsten macht. Und dieser Wertwiderspruch zwischen den Beziehungswerten auf der einen Seite und den kapitalistischen Marktwerten auf der anderen Seite, den führen wir erneut auf die gleiche Ursache, nämlich auf die jetzt real existierende Wirtschaftsordnung zurück. Und im Kern der heute real existierenden Wirtschaftsordnung sehen wir diese beiden Systemweichen oder Anreizkoordinaten, nämlich Gewinnstreben und Konkurrenz. Und Gewinnstreben und Konkurrenz sind das politische Programm der Märkte. Das hier ist kein biologisches Programm unserer Gene, sondern das ist die politische Programmierung der Märkte, die genau das verantwortet und verursacht, was ich jetzt beschrieben habe, dass auf den Märkten das Leben anderer Werte zum Erfolg führt, als die Werte, die Beziehungen gelingen lassen. Und das haben diese ersten 15 Pionierunternehmen mit mir gemeinsam versucht zu verändern, indem diese Spielregeln der Märkte umgeschrieben werden, von Gewinnstreben und Konkurrenz auf Gemeinwohlstreben. Das rufe ich nochmal in Erinnerung, Gemeinwohlstreben ist nichts Neues, sondern das ist durch die Verfassungen gedeckt. Während hingegen Gewinnstreben als oberste Zielsetzung in der Wirtschaft ist nicht gedeckt durch keine Verfassung der Welt. Also Gemeinwohlstreben statt Gewinnstreben und Kooperation statt Konkurrenz. Und das ist doch ein Paradigmenwechsel, weil in der klassischen Ökonomie und auch bis hinein in alternative Wirtschaftskreise haben wir tausendfach gehört, gelernt und zum Teil teilen wir auch noch die Auffassung, dass Wettbewerb primär etwas Positives ist. Weil Wettbewerb führt zu Innovation, Wettbewerb stachelt die Leistung an und Wettbewerb ist dadurch für den Wohlstand, den wir heute genießen, in historisch unvergleichbarer Weise
verantwortlich. Und in meinen Analysen habe ich die Vermutung aufgestellt, dass Wettbewerb heute sogar zum höchsten aller Werte aufgestiegen ist. Das hier ist die Analyse des aktuellen Regierungsprogramms der hier in Deutschland im Amt befindlichen Bundesregierung. Der Begriff Wettbewerb kommt dort 81 Mal vor und andere Werte kommen etwas seltener vor. Der aus meiner Sicht höchste und wichtigste Wert, die Menschenwürde, kommt am allerseltensten vor. Und das ist glücklicherweise nicht nur meine subjektive Wertung, sondern die Menschenwürde steht in Artikel 1 des Grundgesetzes und in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wie kommt es aber zu dieser Verkehrung? Zu dieser Verkehrung kommt es meiner Analyse nach durch die Wirtschaftswissenschaften, die uns seit 250 Jahren sehr insistent, sehr repetitiv erklären und erzählen und auch behaupten, dass Wettbewerb die effizienteste Methode sei, die wir kennen. So hat sich dieser Mythos über Jahrhunderte aufgebaut. Friedrich von Hayek ist nicht irgendjemand, er hat immerhin den Wirtschaftsnobelpreis erhalten, obwohl es den Wirtschaftsnobelpreis gar nicht gibt. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Alfred Nobel hat die Nobelpreise ganz bewusst nur für naturwissenschaftliche Disziplinen plus den Friedensnobelpreis und den Literaturnobelpreis vergeben, aber ganz bewusst nicht für sozialwissenschaftliche Disziplinen, weil da weiß man es nicht so genau. Und da muss man ganz genau hinschauen, hingucken und muss man ganz scharf hinterfragen. Wo hast du das bewiesen? Zeig mir bitte die Studie, deren Schlussfolgerung das ist. Und die Frage an den Hayek gestellt, gleich Probe aufs Exempel, führt zu einem Studie, gibt es keinen, was weiß ich, dass das so ist. Ist so, ist eines der stärksten volkswirtschaftlichen Argumente noch immer im Mainstream der Wirtschaftsuniversität, ich unterrichte, Klammer auf, an der Wirtschaftsuniversität Wien, Klammer zu. Und das wirklich Peinliche für den Herrn vermeintlichen Nobelpreisträger ist, dass es zu dieser wissenschaftlichen Fragestellung, welche Methode ist denn die effizienteste, die wir kennen, ungefähr 500 Studien gibt, die nicht nur gemacht wurden und zu Ende geführt wurden, sondern die auch in einer Meta-Analyse ausgewertet wurden. Und 87% der Studien mit einem klaren Ergebnis kommen zum gegenteiligen Ergebnis, nämlich dass Wettbewerb nicht die effizienteste Methode ist, die wir kennen, sondern Kooperation. Und der Grund ist natürlich das Spannendere. Warum motiviert uns die Kooperation stärker als die Konkurrenz? Und warum treibt uns die Kooperation dauerhaft zu höheren Leistungen, darum geht es ja, weil durch die Leistung kommt der Wohlstand dann zustande, als der Wettbewerb? Und die Auflösung liegt in einer Definition. Ganz wichtig ist, dass wir ganz genau und sorgfältig auf die Definitionen achten, weil die beiden Begriffe werden ganz viel miteinander verwechselt. Und die Definition der Kooperation ist gemeinsame Zielsetzung und gemeinsame Zielerreichung. Win-win. Wenn du gewinnst, gewinne ich auch. Dein Erfolg ist mein Erfolg. Das ist die Definition der Kooperation. Und die Definition der Konkurrenz oder des Wettbewerbs, um die es heute hier geht, ist eine Win-Lose-Definition, einander ausschließende Zielerreichung. Wenn ich erfolgreich bin, verlierst du. Und wenn du gewinnst, verliere ich. Zwingend, zum Beispiel Marktanteile. Es können nicht alle Marktanteile gewinnen. Wenn ein Marktteilnehmer der Anteile gewinnt, müssen irgendwelche anderen Marktanteile zum Beispiel verlieren. Und warum motiviert uns das stärker als das? Aufgrund der einfachen Auflösung, weil in dieser Spielanordnung das Gelingen zwischenmenschlicher Beziehungen wahrscheinlicher ist als in dieser Spielanordnung. Hier können auch zwischenmenschliche Beziehungen gelingen und Freundschaften entstehen sogar im Krieg, aber es ist weniger wahrscheinlich. Und wir wissen heute auch aus der Naturwissenschaft, aus der Gehirnforschung, dass das Gelingen von Beziehungen eben das ist, was Menschen am stärksten motiviert. Wertschätzung, Anerkennung, Zusammenarbeit, das fühlt sich einfach schlussendlich besser an, als das besser sein müssen oder nicht schlechter sein dürfen als die anderen. Der Hauptantriebsfaktor im Wettbewerb ist laut einhelliger psychologischer Forschung die Angst. Also das, was uns am stärksten antreibt in der Konkurrenz, ist nicht so ein gesunder Ehrgeiz oder so ein gesundes Besser-Sein-Wollen oder irgendein gesundes anderes, so ein gesunder Narzissmus, sondern der Hauptantriebsfaktor im Wettbewerb ist die Angst. Und dort, wo der Wettbewerb schärfer wird, dort nehmen auch alle Symptome von Angst sichtbar und messbar zu, von Druck und Stress über Burnout und Mobbing bis hin zu körperlichen und seelischen Erkrankungen. Und weil das eine so klare wissenschaftliche Evidenz ist, dass uns die Kooperation sowohl stärker motiviert als der Wettbewerb,
als auch humaner anreizt als der Wettbewerb. Deshalb schlagen wir vor, das Paradigma, das Wettbewerbsparadigma zu ersetzen durch das Paradigma einer kooperativen Marktwirtschaft. Das war jetzt ein bisschen länger erklärt, aber ich glaube, das ist ja auch der Kern des heutigen Vortrags. Und wir hoffen, dass diese Anreizweichen die Unternehmen in eine ganz andere Richtung lenken als diese Anreizweichen. Wenn Sie das als Koordinaten verstehen, dann wäre die resultierende ein Leitstern menschlicher Schwächen heute, Gewinnstreben und Konkurrenz, bewirken, dass das Leben menschlicher Schwächen zum ökonomischen Erfolg führt. Und Gemeinwohlstreben und Kooperation erhoffen wir, dass das Leben von Beziehungswerten, aber auch von Verfassungswerten, wie wir gleich sehen werden, zum wirtschaftlichen Erfolg führt. Und das ist der dritte Widerspruch, den wir vorschlagen zur Auflösung, nämlich dass wir unser Verständnis von unternehmerischem und wirtschaftlichem Erfolg hinterfragen und neu klären. Weil heute messen wir den Erfolg in der Wirtschaft auf ganz kuriose Weise. Nämlich in der Volkswirtschaft und in der Betriebswirtschaft mit zwei ganz gebräuchlichen Indikatoren, mit dem Bruttoinlandsprodukt auf der Makroebene und mit dem Finanzgewinn auf der Mikroebene. Das sind die heute herausragenden Erfolgsindikatoren. Und sehen Sie da eine Gemeinsamkeit? Die Gemeinsamkeit ist die Maßeinheit. Und die Maßeinheit ist bei beiden Erfolgsindikatoren das Geld, genau. Und das Geld ist aber laut Verfassungen das Ziel des Wirtschaftens. Nein, Geld ist das Mittel des Wirtschaftens. Und jetzt kommt die eigentlich spannende Frage: Soll man den Erfolg eines Projekts, egal welchen Projekts, anhand der Mittel feststellen oder anhand der Zielerreichung? Mir ist bis heute kein Projekt in der ganzen Welt bekannt geworden, in dem der Erfolg des Projekts anhand der Mittel gemessen würde und nicht anhand der Zielerreichung. Doch eins, die Wirtschaft. Auf beiden Ebenen. Aus meiner Sicht ist das ein fundamentaler Methodenfehler. Die Wirtschaft auf makro- und mikroökonomischer Ebene ist das einzige Projekt der Welt, in dem der Erfolg entlang der Mittel gemessen wird und nicht entlang der Zielerreichung. Das ist doch sehr kurios. Und das ist ein Methodenfehler, den wir vorschlagen aufzulösen, weil das Ziel des Wirtschaftens ist nicht nur laut Verfassungen das Gemeinwohl, sondern auch laut volkswirtschaftlicher Lehrbücher. Ich habe extra noch einmal bei einem Professor für Volkswirtschaftslehre nachgefragt, der viele volkswirtschaftliche Lehrbücher kennt. Was steht denn da drinnen als letztes Ziel? Worum geht es eigentlich im Endeffekt? Bei diesem ganzen riesigen Aufwand von Produktionshallen, Fließbändern, Messen, Logistikketten, Hafen, Containerhafen, Häfen, Finanzämtern und Steuererklärungen. Und wir sagen, das ist ganz einfach Bedürfnisbefriedigung. Okay, und steht das in einem Lehrbuch, ist das umstritten oder steht das in vollkommener Konsens? Okay, das heißt in den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern, das Ziel des Wirtschaftens ist Bedürfnisbefriedigung, in der Arithmetik der Gemeinwohlökonomie ist das sehr übereinstimmend, die Menschenwürde ist der höchste Wert, bedeutet, dass alle Menschen gleich wertvoll sind, zieht nach sich, dass alle Menschen mit den gleichen Rechten ausgestattet werden, mit den gleichen Grundrechten, aber auch mit den gleichen wirtschaftlichen Freiheiten ausgestattet werden, aber auch, dass die Befriedigung der Bedürfnisse aller Menschen gleich wertvoll ist. Und wenn wir, ist auch übrigens in den kulturellen Menschenrechten so verbrieft, und wenn uns das gelingt, die Befriedigung der Bedürfnisse aller Menschen, dann entsteht daraus das Wohl aller oder der Wohlstand für alle, Ludwig Erhard, oder eben das Gemeinwohl, Bayerische Verfassung. Das heißt, das ist alles das Gleiche. Volkswirtschaftliche Lehrbücher, Ludwig Erhard und die Verfassungen sind sich eins, was das Ziel des Wirtschaftens ist. Und wir sagen, na lasst uns doch den Erfolg der Wirtschaft entlang der Zielerreichung feststellen und nicht entlang der Mittelakkumulation. Und deshalb würden wir vorschlagen, dass wir das Bruttoinlandsprodukt als Erfolgsindikator, wir brauchen es nicht verwerfen oder abschaffen, aber als Erfolgsindikator ersetzen durch ein Gemeinwohlprodukt und die Erfolgsbilanz im Unternehmen als Gemeinwohlbilanz neu definieren. Der Beitrag eines Unternehmens zum Gemeinwohl wird in der Gemeinwohlbilanz gemessen. Beim Gemeinwohlprodukt sind wir momentan ziemlich aktuell, weil da hat gerade eine Enquetekommission des Bundestages ein Ergebnis vorgelegt. Allerdings haben Sie auch mitbekommen, wie umstritten das Ergebnis ist. Und da hätten wir einen hoffentlich überzeugenden Vorschlag, wie wir zu einem besseren Ergebnis kommen könnten. Zum einen ein kurzer Schwenk in den Bhutan.
Dort sind 133 Fragen gestellt worden an 6000 Haushalte. Und diese Fragen beziehen sich ausschließlich auf alle Facetten von Lebensqualität. Da ist Mitbestimmung genauso dabei. Da sind ökologische Indikatoren genauso dabei wie subjektive psychologische Faktoren. Alles, was mit Lebensqualität relevant zu tun hat. Und unser Vorschlag ist, dass wir in den Gemeinwohlgemeinden, weil es gibt ja nicht nur die Gemeinwohlbetriebe, sondern auch die Gemeinwohlkommunen oder Gemeinden, in Bürgerbeteiligungsprozessen die 20 relevantesten Lebensqualitätsfaktoren gemeinsam ermitteln und daraus zunächst einen kommunalen Gemeinwohlindex und später dann, wenn hunderte oder tausende Kommunen das gemacht haben, zur Synthese schreiten zum Gemeinwohlprodukt. Und das steht dann in einem sicheren und verlässlichen Zusammenhang zu dem, was wirklich zählt. Zum Allerwichtigsten, zu den ökologischen Indikatoren. Das Gemeinwohlprodukt steigt nur noch, wenn der ökologische Fußabdruck sinkt, wenn die CO2-Bilanz sich verbessert, wenn die Mitbestimmung zunimmt, wenn die Schere zwischen Frauen- und Männereinkommen sich schließt und so weiter und so fort. Zwischen dem steigenden BIP und irgendeinem der heute wichtigen Ziele oder Werte gibt es keinen verlässlichen Zusammenhang, egal welchen Wert Sie heranziehen. Und die Gemeinwohlbilanz misst den Beitrag des einzelnen Unternehmens zum größtmöglichen Gemeinwohlprodukt und zum größtmöglichen Gemeinwohl. Und das hier ist eine etwas vereinfachte Übersicht, aber man kann sie ganz einfach darstellen. Die Gemeinwohlbilanz misst, wie sehr ein Unternehmen die fünf wichtigsten Verfassungswerte lebt. Sie sehen auf der waagrechten X-Achse Menschenwürde, Solidarität, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Demokratie. Und das sind die heute bereits in den Verfassungen demokratischer Staaten am häufigsten vorkommenden gemeinsam geteilten Grundwerte. Und die Gesellschaft befragt alle Unternehmen in ihrem Schoß, wie hältst du es mit diesen Werten, wie sehr lebst du sie gegenüber all deinen Stakeholdern, die wir mit Berührungsgruppen übersetzen, also mit allen Menschen und Lebewesen, die in irgendeiner Form von der Tätigkeit des Unternehmens berührt oder betroffen sind. Und die Fragestellungen, die sind zum Teil dieselben, die sich die Biobranche seit 30 Jahren stellt und auch in den Zertifizierungsinstrumenten erhebt und evaluiert. Zum Teil gehen sie darüber hinaus. Vielleicht die wichtigste Erweiterung ist, dass alle wichtigen Verfassungswerte beleuchtet werden. Also es ist nicht ein Wert, sondern alle wichtigen Verfassungswerte. Wenn Sie die Freiheit vermissen, die Freiheit drückt sich ja darin aus, dass es weiterhin private Unternehmen gibt in einer gemeinwohlorientierten Marktwirtschaft. Aber die Kehrseite dieser unternehmerischen Freiheit in Gestalt privater Unternehmen drückt sich eben in der gesellschaftlichen Verantwortung dieser Unternehmen aus, dass sie über die anderen Verfassungswerte eben Rechenschaft ablegen. Und je authentischer diese Werte gelebt werden, desto je verfassungstreuer die Unternehmen sich verhalten, desto stärker sollen sie belohnt werden. Zunächst würde das Gemeinwohlbilanzergebnis in einer möglichst einfachen Form überall sichtbar gemacht, nämlich auf jedem einzelnen Produkt, vielleicht neben dem Strichcode oder am Strichcode. Wenn ich dann mit dem Handy drüber fahre, habe ich auf dem Display vom Handy die gesamte Gemeinwohlbilanz des Unternehmens online und ich kann dann das nachschauen, was mich am meisten interessiert. Ich kann die ökologischen Indikatoren nachschauen, ich kann die Arbeitsbedingungen nachschauen, ich kann nachschauen, ob Frauen und Männer wirklich gleich viel verdienen in diesem Unternehmen. Je nachdem, was mich interessiert. Dadurch erst würde die Marktwirtschaft gemessen an ihrem eigenen Lehrbuchverständnis rational und effizient werden. Weil die Marktwirtschaft sagt im Lehrbuch, ich bin rational und effizient, weil alle Informationen allen Marktteilnehmern zur Verfügung stehen. Wenn ich aber heute das typische Produkt, vielleicht nicht unbedingt aus dem Biohandel, aber aus dem Supermarkt herausziehe, dann erfahre ich in aller Regel nicht, wer das Produkt hergestellt hat, unter welchen Arbeitsbedingungen, mit welchem ökologischen Fußabdruck, ob das Unternehmen seine Gewinne in Steueroasen minimiert oder einen fairen Steuerbeitrag zahlt, ob es Lobbyisten engagiert oder Parteien finanziert. Das sind aber die relevanten Fragestellungen für die Demokratie, für die Gerechtigkeit, für die Solidarität und für die Nachhaltigkeit. Und die Marktwirtschaft kann nur effektiv sein und auch effizient sein, wenn diese Informationen bekannt sind. Nur dann kann man rationale Kaufentscheidungen treffen und das setzt eben voraus, dass diese Informationen transparent publiziert werden. Und der letzte Schritt ist, dass je nach Gemeinwohlbilanzergebnis, je nach erreichter Punktezahl,
wir die Unternehmen dann unterschiedlich behandeln. Weil wir stehen ja heute vor der aus meiner Sicht vollkommen verkehrten Situation, dass die Unternehmen, die sich am verfassungstreuesten verhalten, die sich nachhaltig, solidarisch, kooperativ, human und demokratisch verhalten und organisieren, die bieten in aller Regel preislich teurer an. Im Vergleich zu denen, die weniger Rücksichten nehmen. Warum? Weil der Erfolg eines Unternehmens eben nicht in der sozialen Nachhaltigkeit, eben nicht in der ökologischen Nachhaltigkeit, in der Verantwortung gemessen wird, sondern im Finanzgewinn. Und der sagt uns eben überhaupt nichts Verlässliches darüber aus, worum es geht. Und wenn wir das aber ändern, dann können wir auch das umkehren. Und das ist das Ziel. Wenn dann die ökologischsten, sozialsten, fairsten, demokratischsten Unternehmen keine Mehrwertsteuer mehr bezahlen und die anderen bis zu 100%, wenn die keine Zölle mehr bezahlen und die anderen viele 100% Zollaufschlag, wenn die unverzinste Kredite erhalten und die anderen nur zweistellige Zinsen, wenn der öffentliche Einkäufer, die Orangen und die Roten, die brauchen sich gar nicht mehr bewerben bei der öffentlichen Ausschreibung. Und bei den Grünen und Gelben, da blickt der öffentliche Auftraggeber und Einkäufer eben noch auch zusätzlich auf den Preis. Das würde genau das bewirken, dass die ethischen und verantwortlichen Produkte preisgünstiger werden für die Konsumenten und Konsumentinnen als die weniger ethischen. Dann endlich würden die Märkte die richtigen Signale senden, die verantwortlichsten Unternehmen würden auf dem Markt bleiben und die, die von den Verfassungswerten gar nichts halten, die würden aus dem Markt ausscheiden. Und dann würde endlich das politische Programm der Märkte, die sogenannten Marktgesetze, das klingt immer so nach Naturgesetzen, das ist eine ganz furchtbare Täuschung, die Marktgesetze waren immer und sind zu 100% politische Gesetze, die werden dann endlich in Übereinstimmung mit den Grundwerten der Gesellschaft. So, noch zwei Minuten. Die Gemeinwohlökonomie schlägt so wie jetzt für die Erfolgsmessung in der Wirtschaft zu den 20 relevantesten Rechtselementen der Wirtschaft gibt sie Ideen, wie wir das anders gestalten könnten. Beim Finanzgewinn zum Beispiel sagt die Gemeinwohlökonomie, der ist kein Selbstzweck, der ist ein Mittel der unternehmerischen Tätigkeit. Deshalb wollen wir in Zukunft nur noch diejenigen Verwendungen des Finanzgewinns zulassen, die dem Zweck des Unternehmens dienen. Aber die dem Unternehmenszweck zuwiderlaufen, die könnten wir in Zukunft nicht mehr zulassen. Wie zum Beispiel reine Finanzinvestitionen, Kannibalismus. Kannibalismus ist ein schönes Beispiel in den privaten Beziehungen. Wenn ich meine Freundin oder meinen Freund aufesse, komme ich sehr schnell ins Gefängnis wegen Schwerverbrechens. Wenn ein Unternehmen ein anderes schluckt, dann kommt es nicht ins Gefängnis, sondern auf ein Ranking erfolgreicher Unternehmen. Ausschüttung von Gewinnen an Personen, die sich nicht an der Erbringung der Wertschöpfung beteiligt haben. Und Parteispenden. Das war schon das letzte Inhaltliche. Das ist ein Vorschlag, wie wir das Thema Finanzgewinn anders regeln könnten als heute. Aber die Gemeinwohlökonomie sagt nicht, hier haben wir unser 20-Punkte-Programm und das soll jetzt umgesetzt werden, weil wir wissen, was gut und was gerecht und was weise ist, sondern das Einzige, was die Gemeinwohlökonomie vorschlägt, ist, dass die 20 Grundelemente einer Wirtschaftsordnung in demokratischen Prozessen diskutiert und entschieden werden sollen. Völlig unabhängig davon, ob das als Ergebnis herauskommt oder etwas anderes, was sich schlussendlich als repräsentativer und weiser herausstellt. Die letzte Minute verwende ich noch für den aktuellen Stand der Bewegung. Neben den knapp 1000 Unternehmen, die sich in 2 Jahren und 4 Monaten, so jung ist der Prozess, dieser Bewegung angeschlossen haben, ungefähr ein Drittel beginnt gerade die Bilanz zu erstellen, haben sich in, derzeit sind schon bald 100 Regionen, sogenannte regionale Energiefelder oder regionale Gruppen etabliert, 30 in Deutschland, 30 in Spanien, 10 in Österreich, so als kleinen Überblick. Und in diesen wird auf der einen Seite mit den Unternehmen gearbeitet, auf der anderen Seite mit den Gemeinden, auf der dritten Seite mit den öffentlichen Bildungseinrichtungen. Gestern hat der Rektor der Universität Barcelona ein Treffen angefragt, weil es schwebt ihm vor, ein Netzwerk spanischer Universitäten zur Implementierung der Gemeinwohlökonomie in die Lehre und Forschung der spanischen Wenigstagsuniversitäten zu erreichen. In einigen Grundfächern ist es bereits Pflichtlektüre, das war nicht das Ziel, aber das hat sich so ergeben in Spanien. Und der Gesamtprozess besteht mittlerweile aus einem internationalen Verband, den wir am 31. Mai gründen werden,
und den nationalen Vereinen, also dann, dem dann deutschen, österreichischen, spanischen, schweizer, italienischen Verein. Und das hier ist der Schlusspunkt, das ist die erste internationale, aber regionale Gemeinwohlbilanz-Pressekonferenz der ersten Pionierunternehmen in Österreich, aber auch in Italien, in Südtirol und in Bayern. Hier sind einige der Pionierunternehmen auch im Saal vertreten. Und die zweite internationale Gemeinwohlbilanz-Pressekonferenz wird am 24. sind dann die Bilanzen, wird am 24. April dieses Jahres in ungefähr 20 Städten, in ungefähr 5 Staaten bereits stattfinden. Alle sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen als Unternehmen, als Privatperson oder als Gemeinde. Das sind die kleinsten Einheiten der Gesellschaft und das ist unsere Strategie, von unten nach oben Zwergenschrittchen für Zwergenschrittchen zu wachsen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.